Herzlich willkommen. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier vorbeischaut. Ich habe heute wieder ein weihnachtliches Projekt. Es ist ja immer noch November. Entschuldigt bitte, ich glaube, ich werde auch krank. Ich habe es irgendwie ganz doll im Hals, aber gut, sind ja momentan alle. Ja, wieder ein weihnachtliches Projekt und zwar habe ich euch dieses kleine Tannenbaum Goodie heute mitgebracht. Und zwar könnt ihr das einfach als Goodie-Geschenkanhänger mit Sprinksel verwenden, aber auch als kleinen Adventskalender, weil hier ist eine kleine Dreiecksschachtel drin versteckt und da könnt ihr natürlich kleine Süßigkeiten und kleine Geschenke hineingeben. Ja, wenn ihr das gerne mit mir basteln möchtet, dann bleibt jetzt einfach dran und wir sehen uns gleich auf meinem Basteltisch. Bis gleich! So, ja, das ist unsere kleine Tannenbaum-Goodie-Box, die ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar sieht sie so aus. Hier verbirgt sich dahinter eine kleine Dreieckverpackung. Die kennt ihr sicherlich alle. Ich mache das mal hier auf. Und zwar ist die auch ganz einfach zu werkeln. Und hier könnt ihr dann, ja, kleine Goodies hineinstecken. Ich hoffe, ihr seht es richtig. Ja, und das ist natürlich eine schöne Sache, weil man kann das nicht nur als Geschenkanhänger oder kleines Mitbringsel oder kleine Überraschung verwenden zu Weihnachten, sondern man könnte es zum Beispiel auch ja als kleines Geldgeschenk verwenden oder aber auch als Adventskalender. Nämlich, wenn ihr hier einfach eine Nummer vorne drauf macht und dann dieses hier nicht als Schleife, sondern als Anhänger bastelt und dann meinetwegen an einen Zweig oder an irgendein ein vorgefertigtes Brett oder ja, man kann auch einen Bilderrahmen nehmen und die da alle dran zwicken. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Auf jeden Fall könntet ihr das schön als Adventskalender verwenden, als Türchen für einen Adventskalender. Ja, und wie wir das machen können, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu folgendes Material. Und zwar braucht ihr einmal ein Stückchen Farbkarton für die Dreieckbox. Ihr wisst ja, alle Maße und alle Materialien stelle ich euch hier unten in die Infobox. Da ist ein Link zu meiner Homepage www.kreativstempel.com und ich blende euch auch teilweise Maße hier im Video ein. Entschuldigt bitte noch meine Stimme. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Ich merke es auch extrem. Da bahnt sich irgendwas an. Also ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Also ihr braucht ein Stückchen Olivgrün. Ich habe mich für Olivgrün entschieden, für die Dreiecksbox. Das hat die Maße 20,5 mal 10,5, das falzen wir uns dann gemeinsam. Dann braucht ihr noch ein paar Reststücke in Flüsterweiß und auch Olivgrün. Die müssen ein bisschen größer sein, weil wir wollen uns hier den Tannenbaum stempeln und ausstanzen. Und zwar stammt der aus dem Set Winterwald. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Tannenbaum verwenden, wenn ihr ein anderes Set habt. Und zu diesem Set gibt es passend auch eine Stanzform. Ich denke, ihr seht das hier ganz gut. Und diese Stanzform brauchen wir nachher. Also wir brauchen diesen Tannenbaum und wir brauchen auch hier diesen Zweig. Und ich stelle gerade fest, dass ich schon wieder mal meine Big Shot vergessen habe. Ich hole sie gleich. Das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Ihr braucht noch ein zweites Stempelset. Und zwar mache ich mich mit euch heute nochmal ein Adventskalendertürchen. Und zwar braucht ihr eins, wo Zahlen drin sind. Da gibt es bei uns im Stampin' Up! Katalog das Set aus der Kreativwerkstatt. Und hier habt ihr diese schön verschnörkelten Zahlen drin. Ihr könnt aber auch ein anderes nehmen, was ihr halt so habt. Und dazu brauchen wir dann hier diese Reststücke noch. Dann möchte ich auch wieder mit Glitzerfolie mit euch arbeiten. Und zwar dieses Mal möchte ich es in Gold machen, in Goldfolie. Die anderen habe ich hier mit der roten Folie gearbeitet oder auch mit unserem
wie heißt es jetzt wieder? Schimmer. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie es heißt. Heißt, früher hieß es Diamantgleisen, jetzt heißt es irgendwas mit Schimmer. Ja, wir haben verschiedene Glitzerpapiere und ich wollte das heute gerne mal mit euch in Gold machen. Das braucht ihr dann auch noch. Ja, und jetzt natürlich braucht ihr noch ein Schleifenband. Wir nehmen dann heute dieses goldfarbene Set aus dem November- und Dezember-Angebot. Wunderschöne Weihnachtszeit, glaube ich, heißt es. Da gibt es auch dieses goldene Geschenkband momentan. Das könnt ihr euch auch einzeln bestellen. Das möchte ich gerne verwenden. Und ihr braucht noch die zwei Handstanzen. Das sind diese gewellten Kreise. Einmal die 1 3/8 Inch und einmal die 1 1/8 Inch Handstanze. Ihr könnt das aber auch mit Framelits-Formen ausstanzen. Dann braucht ihr noch ein Stempelkissen in Gold und eins in Olivgrün. Und dann kann es auch schon losgehen. So, und zwar beginnen wir als erstes mit unserem Stückchen Olivgrün. Das hat die Maße 20,5 mal 10,5 und das falzen wir jetzt gemeinsam. Ihr schneidet es euch also zu auf 20,5 mal 10,5. Dann nehmt ihr euch euren Papierschneider und dann können wir auch schon losfalzen. Und zwar legt ihr es bitte zuerst mit der langen Seite an und die erste Falzung machen wir bei 3,5 cm, die zweite bei 8 cm, die dritte bei 12,5 und die letzte bei 17 cm. Und dann legen wir es mit der kurzen Seite oben an und da falzen wir jetzt einmal bei 4 cm und einmal bei 6,5. Wenn ihr jetzt einen größeren Tannenbaum habt als ich, dann müsst ihr natürlich diese Schachtel dann anpassen, ja, dass sie dann natürlich auch ein bisschen größer ist. Ihr könnt sie aber auch kleiner machen, je nachdem. So, jetzt müssen wir uns hier noch die Ecken einmalen. Ich hoffe, ihr könnt es richtig gut erkennen. Ihr habt jetzt also hier in der Mitte diese schmale Falz und dann hier habt ihr zwei kleinere Rechtecke und hier in der Mitte sind drei Quadrate. Und diese drei Quadrate müssen wir uns jetzt quasi noch diese Ecken anzeichnen. Und zwar brauchen wir immer hier jeweils einmal die Mitte. Die messen wir uns jetzt aus. Dazu nehmt ihr euch ein Lineal und einen Bleistift. Legt euch das hier oben zwischen diese beiden Falzlinien und da müsstet ihr 4,5 cm haben. Das heißt, die Hälfte davon ist dann 2,25. Dann macht ihr euch eine Markierung und das macht ihr hier bei allen drei Feldern. Dann müsst ihr schön genau arbeiten, damit es auch schöne Dreiecke ergeben. Und dann macht ihr euch hier von diesem Punkt aus, von dieser ja, Kreuzung, sage ich mal, von der letzten Falz, also von hier aus zu eurem markierten Punkt eine Linie nach oben. Und das gleiche macht ihr auch hier auf der linken Seite, sodass es dann so aussieht. Und das macht ihr jetzt an allen drei Dreiecken. Dann müsst ihr gucken, dass ihr da schön genau arbeitet. Und wenn ihr fertig seid, sieht es dann so aus. Dasselbe machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr messt euch also hier wieder die 2,25 Zentimeter in allen drei Quadraten ab und zeichnet euch dann die Dreiecke ein. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht meinen Magen knurren. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Wir machen zurzeit, also zurzeit schon länger, dieses 16 zu 8, mein Mann und ich. Und das bedeutet, das ist Intervallfasten. Man darf 8 Stunden essen und 16 Stunden nicht. Ja, das war am Anfang eine Umstellung, aber es geht ganz gut.
Problem ist nur, mein Mann nimmt ab und ich nicht. Ist das nicht gemein? Aber gut. Ja, ich halte durch. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann. So, und jetzt könnt ihr euch das rausschneiden. Und zwar folgendermaßen. Ihr dreht es euch auf mit der kurzen Seite zu euch und schneidet hier an der rechten Falz bis zur ersten Querfalz. Und dann hier diese schräge Linie bis vor zur ersten Querfalz. Und schneidet euch dann jetzt hier also diese Dreiecke raus, die wir gerade gezeichnet haben. Immer bis zu dieser ersten Falz, beziehungsweise an diesen Linien, die ihr gerade gezeichnet habt. Meine Stimme hört sich nicht toll an, gell? Ja, auf jeden Fall machen wir das jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Monate, wenn nicht sogar noch länger. Ich habe es gar nicht genau aufgeschrieben. Mein Mann, der hat da richtig guten Erfolg. Wir machen ja auch Nordic Walking schon jetzt das zweite Jahr. Und irgendwie, ja, mein Mann schafft das. Hat jetzt innerhalb eines Jahres 10 Kilo abgenommen. Ich ziehe den Hut vor ihm. Bei mir hat gar nichts irgendwie sich bewegt. Ja, naja, so ist das im Leben, gell? So macht jeder seine Erfahrungen. Ich hätte gern wieder 10 Kilo weniger. Ich habe im Zuge dieser blöden Wechseljahre, wer auch das immer erfunden hat, viele Grüße an dich. Wir brauchen sowas nicht, wir armen Frauen. Ja, aber das ist nun mal so, das ist die Natur. Ja, und im Zuge dessen habe ich eben 10 Kilo zugelegt. Die hätte ich eigentlich ganz gerne wieder herunten, wenn ich wenigstens die Hälfte wieder schaffen würde. Ja, aber gut. So, dieses Stückchen könntet ihr jetzt noch aufheben für Kleinigkeiten, Sterne ausstanzen, irgend sowas, ja. Gut. Jetzt sucht ihr euch eine Seite aus, wo ihr hier einfach die Spitzen kappt. Und zwar wird das, dient das einfach nur dazu, dass die Verpackung schön hält, dass die zuhält, wenn man diese Spitzen abschneidet. Und zwar ist das hier dieser Teil, ja? Beziehungsweise würde der, also wenn wir die Spitze dran lassen würden und der, die würde unten anstoßen, würde das immer wieder so ein Stückchen aufgehen. Deswegen kappt man das ein bisschen ab. Da sucht ihr euch eine Seite raus, das ist eigentlich egal und das könnt ihr auch frei Schnauze, wie man so schön sagt, einfach abschneiden. Das ist egal, wie viel. Das ist quasi so die Lasche zum Zuhalten der Box. So, und jetzt können wir das alles einmal nachfalzen. Schön kräftig. Ihr wisst, das Tal nach außen, der Berg nach innen. Einfach alles einmal schön falzen. Dann natürlich auch hier diese kleinen. So, und dann legt ihr euch das so vor euch hin, dass ihr die Außenseite vor euch habt. Und jetzt gebt ihr auf die mittleren Ecken, also auf die mittleren Dreiecke, ein bisschen Tombow. Und dann kleben wir uns die Box schon einmal zu. So sieht es dann aus. Und jetzt klappt ihr einfach diese beiden Ecken hier hinein, setzt sie da unten auf die Kante auf und drückt dann hier die Ecken nach oben. Und dann hier schön andrücken und aufeinandersetzen, den Tombow kurz anziehen lassen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Und dann könnt ihr es hier von innen noch einmal dagegen drücken mit dem Falzbein. So. Und dann klappt ihr diesen Teil, wo ihr die Ecken abgeschnitten habt, hier hinein. Und schon ist eure Verpackung geschlossen. Und so sieht sie dann aus. Und eigentlich sollte es sich hier zuhalten. Bei allen anderen hat es auch geklappt. Jetzt klappt es bei der nicht. Ich habe es wahrscheinlich nicht gut gefalzt, deswegen. So. Jetzt
habt ihr hier oben noch diese beiden langen Laschen und da machen wir uns ein Loch hinein. Und zwar gab es mal diese 1/8 Inch Handstanzer bei Stampin' Up. Vielleicht habt ihr eine andere oder irgendeine Lochzange, mit der macht ihr euch jetzt hier oben einfach mittig ein Loch. Und da kommt dann unser Schleifenband durch. Fertig. Das können wir auch gleich machen, wenn wir wollen. Obwohl, das können wir, wir machen es später. Wir machen erstmal die Tannenbäume. Diese Dreiecksbox kann jetzt erstmal zur Seite. Jetzt machen wir hier unsere Bäumchen. Dazu braucht ihr das Stempelset Winterwald. Ich habe mir hier schon mal den Tannenbaum auf einen Acrylblock gezogen und ich nehme dazu passend die Farbe Olivgrün, weil ich ja meine, Entschuldigung, meine Box auch so ausgewählt habe und stempel mir jetzt hier auf mein Stückchen flüsterweißen Farbkarton zwei Tannenbäume. Ich brauche einen für die Vorder- und einen für die Rückseite. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Fertig, das lassen wir kurz trocknen. Und jetzt könnt ihr euch auch schon auf einen Rest flüsterweißen Farbkarton in Gold die Zahl für euer Adventskalendertürchen aufstempeln. Ich habe jetzt hier einfach mal die 24 genommen. Wo ist mein Reststück Flüsterweiß? Und habe mir einfach ein Reststück Flüsterweiß genommen. Wichtig ist, es muss so groß sein, dass die 1/8 Inch Stanze da noch einen Kreis ausstanzen kann. Und das macht er jetzt mit einem goldenfarbenen Stempelkissen. Ihr könnt es natürlich auch in Glutrot machen, so wie ich das hier gemacht habe. Ich möchte jetzt eben gerne mal mit Gold arbeiten. Deswegen in Gold und stempel mir jetzt hier schon mal meine 24 auf. So, und das kann jetzt auch schon mal trocknen. Und jetzt hole ich mir ganz fix die Big Shot und bin sofort wieder da. Wuppdiwupp, da bin ich wieder. Ich gelobe Besserung. So, ihr nehmt euch jetzt eure gestempelten Motive. Also mal ein Wort zu meinen Acrylplatten. Ihr seht, ich stanze ganz, ganz viel. Das macht aber nichts, wenn die so aussehen. Ihr müsst die dann noch nicht austauschen. Es sei denn, es drücken sich irgendwann mal diese eingeschnittenen Sachen hier in euer Papier ein. Dann solltet ihr es vielleicht austauschen oder wenn sie reißt oder platzt, das passiert dann auch irgendwann mal. Wenn die sich so wölben, das passiert ja manchmal, dann einfach immer drehen, bis sie wieder glatt werden. Immer mal die Seiten drehen. Und ich mache es auch so, ich nehme immer eine unten und eine oben. Und das tausche ich auch nie, sondern ich drehe die immer in sich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Jetzt nehmen wir uns hier den Tannenbaum aus den Stanzformen-Set, wie heißen sie denn überhaupt? Habe ich das überhaupt erwähnt? In den Wäldern heißen die verwendet, die Stanzformen. In den Wäldern. Das ist passend zum Stempelset Winterwald. So, und dann stanzen wir jetzt hier diese beiden Tannenbäume einmal aus. Und den zweiten natürlich auch. Seht ihr das jetzt in der Kamera? So. Und damit die Rückseite dann auch grün ist, stanzen wir das Ganze jetzt nochmal in Olivgrün aus. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, warum stempelst du das nicht gleich auf ein olivgrünes
Blatt. Natürlich könntet ihr das machen. Ich wollte aber gerne dieses Weiß, dass sich das noch so ein bisschen abhebt und es sieht auch so ein bisschen aus wie Schnee. Deshalb wollte ich es gerne in Weiß aufstempeln. Aber wie gesagt, ihr könnt die Bäume auch direkt auf Grün stempeln. Aber es geht auch so. Ich finde auch, dass das dann hier noch ein bisschen fester ist, ja, wenn ich jetzt zwei Farbkartons dann eben übereinander habe. So, das macht ihr jetzt auch zweimal. Seht ihr, jetzt drückt sich das hier so ein bisschen ein und jetzt ist es Zeit, die Acrylplatten zu wechseln. Seht ihr das? Das Muster, was auf den Acrylplatten ist. Jetzt ist also wirklich die Zeit, wo man dann sagt, jetzt könnten sie mal gewechselt werden, weil wenn ich jetzt den Baum so verwende, ohne dass ich was draufklebe, dann sieht es natürlich nicht schön aus. So, jetzt klebt ihr euch diese beiden einfach hier auf die ausgestanzten olivgrünen Bäume. So, ihr klebt einfach beide übereinander. Ich habe heute wieder Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Aber das kennt ihr ja schon von mir, gell? So. Ja, und dadurch bekommt es eben auch noch ein bisschen Stabilität hier, der Farbkarton. So. Und jetzt können wir das auch hier schon aufkleben. Und zwar macht ihr das folgendermaßen: Ihr nehmt euch den Tombow, klebt hier auf die eine Seite, nicht klebt, sondern streicht Tombow auf. Und jetzt klebt ihr das hier auf den Baum und zwar hier unten auf die Kante. Und so, dass hier diese beiden Laschen hier oben in der Spitze enden. Also hier unten, dass ihr hier quasi an diesen beiden Einbuchtungen die Ecken habt und hier, dass die Laschen hier oben in der Spitze enden. Ja, und dann passt es nämlich richtig schön genau hier drauf. Dasselbe macht ihr jetzt auf der anderen Seite. Und setzt hier den Baum dann auf, sodass es hier passt und kontrolliert nochmal, ups, Vorführeffekt. Ich orientiere mich immer hier unten an dieser Kante, dass es hier wirklich so an diesen beiden und dann passt das auch hier oben dann ganz genau. Ne? Also hier habt ihr eine Einbuchtung und hier schaue ich, dass ich mit meinem Karton auch ende. Jetzt könnt ihr das hier nochmal aufmachen und von innen nochmal schön mit dem Falzbein dagegen streichen. Ja, seht ihr das? Könnt ihr hier nochmal hineingehen in die Box. Und dann ist euer Tannenbaum auch schon fest. Jetzt nehmt ihr euch ein Stück Schleifenband, also spätestens jetzt, und zieht euch das jetzt hier einmal durch die beiden Löcher durch. Und dann müsstet ihr natürlich eine Aufhängung machen. Das heißt, ich mache jetzt ein Schleifenband. Ihr würdet dann jetzt hier oben einen Knoten reinmachen, so und das dann aufhängen. Ich mache es jetzt mal, damit ihr es seht. Ne? Und so könntet ihr das dann aufhängen. Ja, oder ihr macht eben eine Schleife, so wie ich das hier gemacht hatte, wenn ihr es als Goodie mitnehmen wollt. So, und jetzt können wir mit der Verzierung anfangen. Wir hatten uns ja die 24 aufgestempelt. Die stanzt ihr euch jetzt hier mit der ein Achtel Kreisstanze aus oder eben mit einem, ja, irgendeiner Stanzform, die ihr halt habt. Und mit einem Stückchen Goldfolie stanze ich mir jetzt einen Kreis mit der 1 3/8 Inch Kreisstanze aus. Der ist nämlich dann ein bisschen größer. Und dann kann ich das hier schön drauflegen. Und dann sieht das schön edel aus. So. Und dann habe ich mir noch aus der Stanzform in den Wäldern hier diesen Zweig hergenommen und habe mir den in Glitzerpapier ausgestanzt.
Jetzt natürlich passend in Gold, das habe ich schon mal vorbereitet. Ihr könnt aber eben auch dieses, ja, früher hieß es Diamant gleißen. Ihr könnt aber auch, ich erzähle schon wieder Quatsch. Ich habe einen in Gold ausgestanzt und einen in diesen Diamant gleißen. Also es das heißt irgendwas mit Schimmer. Ich schreibe es euch, wie gesagt, in die Materialliste und ich blende es euch auch da ein. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall findet ihr es im Katalog und einmal in Gold. Vorher hatte ich es in Rot verwendet. In diesem Glutrot, da haben wir ja auch ein Glitzerpapier. Und da stanzt ihr euch das zweimal aus. Wie gesagt, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Und dann dauert es jetzt nicht zu lange. Und das können wir uns jetzt hier dann auf das Bäumchen setzen. Und das kleben wir jetzt hier mit einem Dimensional übereinander. Und diese Zweige setze ich mir mit Glue Dots in den Hintergrund. Also erstmal hier auf den kleinen Kreis ein Dimensional. Setze mir das jetzt hier auf das Glitzerpapier. Ihr könnt das auch mit Tombow machen. Das dauert aber sehr lange, bis der Tombow anzieht. Das müsst ihr dann eine Weile trocknen lassen. Ich mache es jetzt so, weil ich es so 3D-mäßig schön finde. Jetzt lege ich mir das hier einmal so hin, wie das aussehen könnte. Dann halte ich mir das hier fest und setze mir jetzt hier, entschuldigt bitte, mein Hals, mit Glue Dots einfach setze ich mir die hier drunter, damit ich mir das jetzt hier fixieren kann. Sei da nicht so sparsam, dass das auch wirklich schön hält. So, und dann nehme ich mir hier nochmal zwei Dimensionals, zwei große in den Hintergrund, nehme mir hier die Trägerfolie ab. Na komm her. Und dann setze ich mir das hier in den unteren Bereich von meinem Tannenbaum und fertig ist mein Geschenkanhänger bzw. mein Adventskalender-Türchen. Ich lege euch hier die anderen beiden nochmal dazu. Wie gesagt, von der Farbe her, da könnt ihr natürlich auswählen, wie ihr das möchtet. Auch vom Schleifenband her, das ist immer eine Geschmackssache. Und wie gesagt, ihr könnt es als Goodie, als Mitbringsel verwenden oder eben auch als Adventskalender-Türchen, als Geld, wenn ihr Geld da zusammenrollt und da hineinpackt. Ja, das ist vielseitig verwendbar. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Anregung wiedergeben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Wenn ihr irgendwas bestellen wollt, wisst ihr ja, könnt ihr das auch gerne über mich machen. Ich bin ja Stampin'Up-Demonstratorin und ja, meldet euch einfach bei mir. Ansonsten eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss.